Jo Leute, da ist er wieder, der Belias LP, geht euch wieder auf die Nerven. Ziemlich dreister Kerl hier in Triple Tried Special Nummer 12. Wir werden in diesem Part machen. Wir werden uns alle Level 7 Karten holen. Ich habe das Offscreen natürlich schon gemacht, werde es euch zeigen von welchen NPCs. Und wir werden uns die Selfie-Karte holen. Wird also ein extrem kurzer Triple Tried Special, wenn es so aussieht und wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Okay, dann gucken wir einfach mal die ganzen Level 7 Karten an. Dürften doch Level 7 sein, oder? Ja, yep, das sind die ganzen Level 7 Monster. Ich lese dir einfach mal vor. Propagator, Kaktorius, Trippelklinge, Gargantur, bis 8, Alter. Andro, Tiamat, BG, was auch immer, Wolframator, Katblepus und Ultima Weapon. Das sind die ganzen, sag ich mal, letzten häufigen Karten. Danach kommen nur noch Rares. Und hier ist auch bei Cards Level 5 eine Rare-Karte. Und ansonsten, wie gesagt, diese ganzen Karten, die habe ich jetzt offscreen geholt, bei 3 NPCs insgesamt. Ich habe das ja mal vor ein, zwei Parts schon angesprochen. Und zwar einmal in Fisherman's Horizon bei, wie hieß der Typ nochmal, Dodonna oder so. Ihr habt das schon mal vor 2 Videos bestimmt schon mal gehört, habe ich schon mal gezeigt. Von dem haben wir auch eine Rare-Karte, ich glaube Quetzalcoatl oder so. Ja, und dann hier von 2 NPCs, nachdem wir den Card-Club-Quest gemacht haben, deswegen auch erst jetzt die ganzen Level-7-Karten, und zwar hier Xu und Quistis. Wenn wir die beiden besiegen, dann können wir Karten von denen gewinnen, die Level 7 sind. Und da werde ich kurz einen Save-State setzen und gegen jeden einmal spielen, um dass ihr das auch sehen könnt. Und dann holen wir uns die Quistis-Karte, ist klar. Die Selfie-Karte. So, wir setzen mal ein. Cypher, Irwin, Diablos, Secreto und Ifrit. Okay. Und es gilt halt immer, einen Punkt mehr zu haben, weil wir spielen mit der One-Regel. Falls ihr Direct spielt und Probleme habt, könnt ihr ja in den letzten Parts, die ich gemacht habe, die Tipps zu Direct-Tricks nutzen. Welche Tricks ich genutzt habe, um halt, wie gesagt, Direct-Matches zu gewinnen. Ja, ansonsten macht ihr das einfach so wie ich, immer einen Punkt mindestens mehr und nichts riskieren. Ihr sollt ja keine Karten verlieren. Das wäre ja schrecklich, ehrlich gesagt. So. Jetzt haben wir immer noch einen Punkt mehr. Es kann sein, dass er uns in die Enge treibt. Er treibt uns in die Enge. Weil er seine eigene Karte wieder zurückgewinnen kann. Nicht schlimm, ich möchte dafür jetzt nicht extra ein Save State loaden. Ich werde einfach einen Kampf nochmal machen. Ich glaube mal, so ein paar Kämpfe zwischendurch einfach just for fun sind auch nicht so schlecht. Unentschieden ist ja noch in Ordnung, solange ich nicht verliere. Aber normalerweise sollte ich nicht verlieren, wenn ich die Karten einsetze, mit denen ich mich am meisten auskenne. So, Cypher, Irwin, Diablos, Secreto und Ifrit. Okay, da ist wieder keine Rare-Karte. Doch, Tiamat. Oh, Tiamat. Übrigens ist es ganz schlau, die Rare-Karten mehrfach zu gewinnen. Weil wir diese Rare-Karten sehr gut gebrauchen können, falls wir mal Direct spielen müssen oder mit irgendwelchen Regeln, die uns nicht gefallen, dann verlieren wir keine Rare-Karten und wir können unsere halt behalten. Unsere ganzen guten Karten, die haben ja dann doppelt. So, dann müssen wir ihm irgendwie die Karte hier streitig machen. Ich mache das jetzt mal so. Er kann ja seine eigene Karte nicht einnehmen. Das heißt, noch haben wir ihn quasi am Schlawikel. So. Ja, und er hat keine Chance, seine eigenen Karten zu nehmen. Deswegen haben wir wieder 6 zu 4 gewonnen. So. Wir nehmen uns natürlich Tiamat. Ist eine seltene Karte. Das heißt selten, ist nicht selten, sondern ist halt von den selteneren Boss-Monstern, von den Level 7 Boss-Monstern und ist auch ziemlich nützlich. Dann spielen wir eine Runde gegen Quistis. Ich hätte vielleicht ein Save-State setzen sollen, falls ich jetzt eine Karte verliere, aber mir ist das wirklich noch nie passiert, dass ich eine Karte verloren habe, die irgendwie was wert war oder so. Also wirklich noch nie habe ich eine seltene Karte verloren. Okay, hier ist kein Rare Mob, ist auch ganz egal eigentlich, weil, wie gesagt, wir haben schon alle. Ihr müsst, die sind halt sehr selten. Die setzen die Karten sehr selten ein. Ihr müsst so ganz viele Spiele machen, bis die eingesetzt werden. Ja, da will ich nicht baiten, das warte ich. Da baite ich nicht. Da kriegt er mich nicht mit seiner Falle. Wir müssen ja nur einen Punkt mehr haben als er und das sollte eigentlich kein Problem sein bei den Bob-Karten, die er nutzt. So. Na auf, setz ein, faule Socke. So. Dann setzen wir hier ein, dann nimmt er sich natürlich seinen Ölspucker zurück, falls er das kann. Er kann es natürlich und dann holen wir uns den da zurück, den er sich natürlich dann auch wieder zurückholt. Nicht? Okay. Wenn er es nicht will,
geschenkten Gaul guck ich nicht in den Maul. Ajo. Ja, und wir haben wieder 6-4 gewonnen, können uns eine Karte aussuchen, ist alles nur Schrott, also nehmen wir uns doch mal den Essan Tsuchi, Tsuchi Gucci, der trägt Prada und Gucci und dann haben wir Quistis einmal besiegt und einmal auch, oder zumindest zweimal gegen Xu gespielt und ich rede mal wieder unglaublich schnell und dann würde ich sagen, gehen wir nach Trabiagan und dann zeige ich euch, wo wir Selfie-Card kriegen, bis gleich. So, und wir sind in Trabiagan, hier ist die Freundin von Selfie, von der wir die Selfie-Card bekommen können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich onscreen die Karte ziehen kann, weil sie setzt die Karte natürlich nicht immer ein. Aber wenn ja, zeige ich es euch, wenn nicht, dann zeige ich euch, offscreen mache ich es dann und zeige es euch danach. So, ein guter Tag, um Karten zu spielen, geht klar. Jetzt bin ich echt gespannt. Weil wir kämpfen mit den On-Regeln, ist klar, mit den One-Regeln, also ist eigentlich wieder egal, wir müssen nur mindestens einen Punkt mehr haben als unser Gegner. Jetzt kommt es drauf an, sie setzt die Selfie-Card ein. Und hier müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Die Selfie-Karte hat eine A. Und das bedeutet, wenn wir einen 9 da oben in die Ecke legen oder so, könnten wir es verlieren. Naja, sie setzt die Selfie-Karte recht früh schon ein. Das ist zu unserem Vorteil. Und wir werden erstmal in aller Ruhe sichern. Und jetzt können wir gleich eventuell was einnehmen. Ich muss noch ganz kurz gucken. So. Ja, immer noch nicht. Hahaha, wunderbar. Wenn ich das setze, verlieren wir Cypher. Oh mein Gott, ich will nicht Cypher verlieren. Und natürlich wurde so gespielt. Ist das denn zu glauben? Die Selfie-Karte eingesetzt und ich konnte sie nicht gewinnen, weil ich zu vorsichtig war. Okay, dann werden wir nochmal spielen. Ich setze einen Safe-State. Jetzt setze die Selfie-Karte nicht ein, sag ich. Das wäre echt tragisch, finde ich. So. Cypher, Irwin, Diablo, Secreto und Ifrit. Doch, sie setzt die Selfie-Karte ein. Sehr gut. Sie setzt sie als erstes. Ziemlich schlecht gedingstert. Ich werde jetzt trotzdem nur mal sicher gehen. So, und jetzt ist es schon viel leichter, einen Punkt zu gewinnen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Und jetzt spielen wir die Karte dahin. So, wir sind 2 Punkte im Voraus. Ne, 1 Punkt immer noch. Okay, und was wir jetzt machen, ist einfach hier unten den einnehmen. Er kann seine Karte nicht zurückgewinnen. Und wir haben gewonnen. Und wir kriegen die Selfie-Karte. Juhu, wir haben die Rare-Card Selfie. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles für diesen Part erledigt. Der Part ist unter 10 Minuten, tut mir wirklich leid, aber geht nicht anders. Ist ja, wie gesagt, nur ein Special. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin BillySLP. Bis dahin. Ciao, ciao.